sich hier wieder in die letzte Hölle manövriert. Monsieur Tortue! Hui, Digga! Alter! Hier hoch, richtig doll. Wollte hier gerade die Drohne auch mal durch das Tal fliegen lassen, hat die voll Wind erfasst worden. Saftig. Na, halt, stopp, ich fang lieber ganz von vorne an. Anfang September bin ich mit Manny Matosch und Monsieur Tortue nach Korsika geflogen. Eigentlich mit dem Ziel, die GR20 Nordetappe zu laufen. Air France hat allerdings andere Pläne. Wie zu erwarten, bei dreimal umsteigen ist keiner der vier Rucksäcke mitgekommen. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wo wir die herkriegen. Jo, wir haben gerade die T-Shirts gekriegt. Ja. Mit der Unterkunft hat schon mal geklappt. So, jetzt erstmal Sachen auspacken. Fertig. Wir haben dann Alternativrouten geplant, um den Weg in kürzerer Zeit schaffen zu können. Allerdings verspäteten sich die Rucksäcke immer mehr, sodass wir nichts tun konnten, außer warten und ein bisschen die Gegend zu erkunden. Monsieur Tortue, allez! Monsieur Tortue! Ah! Tim! Ah. Ich kann das nicht. Monsieur Tortue! Natur ist scheiße! Nach inzwischen 3 Tagen hatten wir immer noch erst 2 Rucksäcke und jetzt auch keine Unterkunft mehr. Tag 3. Pünktlich zu unserer neu gewonnenen Abdachlosigkeit haben wir noch Regen dazu bekommen. Aber hier im Kackeloch lässt sich's aushalten. Spenden nehmen wir gerne an. Ja. Bitte helft uns. Spende hier. Hallöle. Oh, der Plan wurde jetzt geändert. Wir holen uns jetzt einen Leihwagen für die Woche, die wir noch haben, weil der 4. Rucksack ist immer noch nicht da. Der kommt morgen Nachmittag irgendwann. Das heißt, wir werden nochmal 2 Tage verlieren quasi. Und dann macht es auch echt keinen Sinn mehr. Von daher machen wir jetzt einen kleinen Roadtrip draus, gehen nochmal morgen auf den Monte Cinto und schauen mal. Übermorgen. Übermorgen gehen wir auf den Cinto, richtig. Machen es uns schön. Ja. Jo. Also gibt's jetzt Roadtrip. Hallo. Aus, ne? Nach 5 Tagen haben wir es endlich geschafft, in den Bergen anzukommen. Morgen früh geht's auf den Cinto hoch. Der ist da oben irgendwo. 2700, wie viel? Weiß ich gar nicht. Irgendwas über 2,7. Endlich mal das machen, wofür wir hier sind. Nämlich nur wie die Eimer Bier saufen und am Strand liegen. Ich hab Bock. Also schnell die selbstgemachte Trekkingnahrung hinter die Kiemen gejagt und am nächsten Morgen um 5 ging es auch schon los. Monsieur Tortue! Auch hier gibt es wieder Metallketten, wo man sich hochziehen kann.
Also generell ist bisher gut gesichert, das meiste. Wo es nötig ist und nicht unnötig. Das wollen wir doch sehen. Ja, das ist hier, was ich noch mal sagen wollte, ganz schön scheiße voll. Also viel Vergleichsmöglichkeiten habe ich noch nicht. Aber in Slowenien war jetzt nicht so viel los. Mal hier, da ist eine Menschenschlange bis nach unten. Da vorne ist auch richtig, ja, guck mal, unten siehst du das richtig Halligalli. Ja. Ist schon full. Aber guck mal da, du. Ja, wenn du da mal guckst, ne? Weißt du auch warum. Auf Korsika gibt es übrigens 27 2000er und ca. 86% der Insel werden als Bergland deklariert. Jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde in dem Geröllfeld hier oder so. Das ist so ultimativ steil. Man sieht es wahrscheinlich wieder nicht. Naja, auf jeden Fall bei jedem Schritt fällt er hier die Hälfte wieder zurück. Oh, es bockt richtig hart. Da sind die Stöcke auch nötig. Schon sehr geil. Aber wenn wir den gleichen Weg zurückgehen, weiß ich noch nicht, wie geil das ist. Aber hier bist du schnell unten, das ist ein Vorteil. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, Aussicht wird immer geiler. Kann man da auch rüber gucken. Aber das ist auf 2300 Meter ungefähr. Und jetzt sieht man da hinten das Meer. Wir sind auf dem Berg und können aufs Meer gucken. Das ist schon geil. Von jetzt an wird der Ton leider etwas schlechter. Auf Korsika treffen nämlich einige Mittelmeerwinde aufeinander. In unserem Fall hauptsächlich der Mistral, der Poniente und der Gregale. In Verbindung mit der Gebirgsstruktur hier oben wird es recht ungemütlich. Hat eben noch mal schön die Drohne hochgeschmissen. Hier oben bei 60-70 km/h Windgeschwindigkeit. Die kam nicht mehr zurück. Tschüss, Putsch. Er geht jetzt aber tatsächlich los. Ohne den Gipfel. Und wir gehen gleich hoch. Dreiviertelstunde, Stunde, genau. Zum Zeitpunkt der Trennung hatten wir nach 4 Stunden knapp 8 Kilometer und 1100 Höhenmeter auf der Uhr. Ich bin jetzt gerade alleine, die anderen beiden kommen gleich. Ich muss aber weitergehen, die Sonne brät hier gerade so tierisch. Das sind ungefähr anderthalb Stunden von hier, ist die letzte Übertragung gewesen. Ich habe da noch versucht, komplett nach unten zu schießen, kann auch zerschellt sein, aber das ist meine Mission. Anderthalb Stunden Umweg und dann wieder zurück. Ja, so da muss das halt nie. Ich hoffe nur, dass es nicht noch heißer wird. Na, jetzt gerade dreht mich schon ganz gut. Scheiß Dreck.
glaube, da geht runter. Da muss gehen. Uiuiuiui. Hi, Jovo. Gleich da, Digi. Da ist es. Warte. Stempelt aus. Stempelt aus. Hab ich mir gedacht. Hat schon eine Sprachnachricht geschickt. Leute, ich schaff das nicht mehr. Ich bin komplett im Arsch. Ich brauche noch locker 4 Stunden bis zu diesem Scheißgipfel da oben. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns drüben. Ich drehe um. Ja, okay. Dann sind wir die beiden, die es machen. Wir müssen es machen. Komm, die letzten 30 Meter. Ja, und für die anderen, Ehre und Stärke. Meine Beine sind einfach nur Nudeln. Ja. Da hinten ist die Hürde. Mal hier kurz im Windschatten. Ja, 2706 Meter auf dem Dach Korsikas. Zwei von vier haben es geschafft. Gut, das war nochmal ein echt heftiges Stück. Alles sowas hier. Hast den Weg kaum gefunden. Hast halt nur immer diese kleinen Steintürmchen ab und zu mal gesehen oder die roten Punkte. Sehr schön, nett hier. Das ist hier nicht so klug, ey. Jo, das ist es. Gut, irgendwie wird das schon. Ei, Junge. Alles unter Kontrolle. Ist nicht mehr weit. Da, ich habe den Fluss auf jeden Fall glitzern sehen. Ich bin der Meinung, irgendwo in dem Bereich muss ich sein. Oh, ich bin immer noch zuversichtlich. Ich bin hier wieder in die letzte Hölle manövriert. Ich muss irgendwie da runter. Oh gut. Noch habe ich Power. Ich hau mir gleich nochmal einen Riegel rein, wenn ich da unten bin. Dann suche ich die Ebene ab und dann muss ich ja leider wieder hoch. Ein Kommuter mit der Kompost verhakt. Der hat gesagt, da irgendwo. Ich war jetzt eben schon da, weil die DJI-App irgendwie auch gesponnen hat. Google, das sagt da oben. Moment, da oben. Ich habe jetzt aber da gerade was gesehen. Ich gehe da mal kurz hin, ich kann das jetzt nicht. Aber dieses scheiß Gestrüpp hier macht es halt auch nicht besser. Ich will da einmal schnell durch. Wow, sehr schnell durch. Noch keine Ahnung, ob es hier Schlangen oder so ein Scheiß gibt. Jo, wir sind jetzt wieder in diesem Plateau angekommen, wo wir uns vorhin getrennt hatten. Nach dem Monte Cento. Wir gehen jetzt gleich runter, machen den Abstieg. Und dann gucken wir mal, ob wir Tim schon schaffen. Der kann sich durchbeißen, oder? Macht das schon. Macht das schon. Und das da ist natürlich ein verfickter Stein. Na gut, ich gehe jetzt noch einmal von hier. Das Geröll fällt da gerade hoch. Genau zu dem Punkt, wenn sie da nicht ist und ich sie von da nicht sehe, dann muss ich zurückgehen. Ist leider so. Ich hasse es sehr. Ich wünsche mich auch nicht mehr ganz auf den hohen Spruch. Überall so. Waren wir schon ausrufsfällig. Der letzte Funke ist noch da. Ich gehe da auf jeden Fall hin. Ich wollte gerade aufgeben, ne? Ich war gerade, hab gerade gesagt, hier GPS springt scheißegal. Boom, ihr Wichser! Heil! Leck mich! Da hoch, da durch! Hier hoch! Oh. Okay, jetzt suche ich den Weg zu euch.
Elmo da durch und dann hoch. Oh, wie gut. Der war gerade da hoch. Digi ist nicht mal kaputt gegangen. Oh, hab gar nicht viel erleichtert. Ich bin schon gerade gesagt, scheiß drauf. Einfach den Weg finden, weil ich bin echt am Ende auch. Oh, das ist so geil. Puh. Aber ich habe jetzt auch noch ein gutes Stück vor mir. Ich hoffe mal, ich komme hier überhaupt auf den Weg. Aber ist jetzt alles scheißegal. Jetzt ist Motivation wieder. Ich bin so froh, dass ich so ein sturer Bock bin, Alter. Niemals aufgeben, immer rein da. Geil. Okay. Ja, meld mich nochmal. Wir haben jetzt ja so einen kleinen, leichten Wassernotfall mittlerweile. Man täuscht so häufig wie ein Kamel. 4,5 Liter weg. Auf dem Hinweg sind wir ja schon an diesem geilen See hier vorbeigefahren, gelaufen. Ich hau's jetzt hier einmal durch die Filterflasche. Und dann können wir die Trinkblasen voll machen. Tim hat auch Meldung gemacht. Dem deponieren wir jetzt hier gleich noch eine Flasche Wasser, weil der dann auch gleich leer läuft natürlich. Der hat ja ein bisschen längeren Weg. Ja, so ist der Stand auf jeden Fall. Mal gucken, also das Wasser schmeckt auf jeden Fall, ist arschklar, so schon. Also kannst du so schon echt weit runter gucken. Oh, dann werden wir sehen, ob Montezuma sich rächt. Ah, hier ist auf jeden Fall Klopapier. Hab gerade richtig Optimismus getankt. Oh, die Flechte. Die gibt Grip. Oh, Alter, wenn hier was ins Rutschen kommt, bin ich allerdings auch kleiner als eine Briefmarke. Oh, endlich wieder Weg. Ich bin seit 3 Stunden, vor 3 Stunden hier losgegangen, die Drohne zu suchen. Das erste Mal wieder einen Weg, wo man ein bisschen Meter machen kann. Ja, sieht immer noch scheiße aus. Aber man kann in einer normalen Geschwindigkeit durchgehen, ohne die Beine aufgerissen zu kriegen und so. Ich war jetzt zwar nicht auf dem Gipfel, aber wir machen eine GA20 eh nochmal, dann komme ich darauf. Und so habe ich mir heute auch wieder Durchhaltevermögen bewiesen und mich an meine Grenzen gebracht. Und das ist doch, worum es geht, oder was? Den Berg nicht unterschätzen. Und keine dummen Sachen. Also ich habe sehr viele dumme Sachen wieder gemacht. Das lieber nicht. Na gut, Akku ist gleich leer. Wir sehen uns, wenn ich die anderen wieder getroffen habe. Sidequest Ende. Woo! Oh. Ja, oder halt auch nicht. Scheiß kleiner Pisssand. Bartek ist wieder da. Jetzt sind wir schon wieder zu dritt. Ich hab's geschafft. Der andere Verrückte ist noch da oben irgendwo. Aber wir gehen jetzt runter. Und dann gibt's erstmal einen Radler oder so. Alles. Alles, was die Insel hergibt. Ja. Super. Ja. Super. Super. War auch ein Winterspiel. So, Laune ist wieder da. Genau. Ganz easy abgerissen, das Ding. Bitte, Tortue. Ja. Wir haben mit 19.42 Uhr. Das heißt. Keine neue Bestzeit. Nee. 13 Stunden 42. Leck mich am Arsch. Quelle Torture, wie der Franzose sagen würde. Geltortür. Ah, den haben wir auch wieder gefunden. Was soll ich sagen, war schön. Ja, alles wie immer, wenn wir auf den Berg gehen. Alles gut durchgeplant.
Abstände werden eingeschätzt. Ach. Naja, ja. Bin ja angekommen, wa? Ja. Man sieht, die Stimmung eskaliert. Und das war unser Ausflug zum Monte Cinto. Insgesamt hat das Gipfelteam 16 Kilometer und 1310 Höhenmeter zurückgelegt. Bei mir waren es knapp 23 Kilometer und 2090 Höhenmeter. Auch wenn wir völlig platt waren und meine Zehen jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr blau bleiben, hat sich der Trip trotzdem gelohnt. Im Nachhinein war es aber wohl besser, dass wir den GR20 nicht gehen konnten. Wir sind ein kleiner Kanal, also lass gerne Feedback und wenn es dir gefallen hat, ein Abo da. Über Tipps für Klettersteige oder Wandertouren freue ich mich natürlich immer und falls du jetzt noch da bist, danke fürs Zuschauen.